raushauen. So, die kann ich nicht spammen, ne? Auch nicht, wenn ich die hab, oder? Nee, das ist echt suboptimal, ey. Okay. Dann baue ich doch mal ein Stückchen weiter. Hier, guck mal, hier könnte ich zum Beispiel mal die Verschalung direkt außen machen. Hier von dem Holzdingen. So, machen wir mal direkt hier vorne noch das zu. Das blüht mir da drüben auch noch. Und ich überlege gerade, ob ich hier quasi so Lüftungsschlitze einbauen soll. Hier hinten noch. Ob das cool ist, aber nee, ich mach das mal zu. Nee, die wollen ja auch nicht, dass es zieht im Winter. Ist ja auch scheiße dann, ne? Okay, das können wir schon zumachen. Das hier auch. Aber hier würde ich gerne so ein paar große Fenster eigentlich reinmachen. Und eigentlich könnte ich die hier auch noch einen größer machen, ne? So, aber da habe ich dann das Problem, ja, dass da draußen diese Borde ist. Das ist natürlich auch blöd, wenn die weg ist. Ne, die lasse ich so klein. Und dann mache ich halt hier trotzdem auch so kleine Fenster nur. Weil soll ja so ein bisschen einheitlich sein, ne? Und ich könnte, oder ich könnte hier in der Mitte, wo das eh ein höher ist, dann irgendwie so ein größeres Doppelfenster machen. So mache ich das auch. Ach, jetzt baue ich hier wieder zu, weißt du? Eigentlich soll das doch nur hier hin. Oh, dass man die auch so schlecht platzieren kann. Aber egal. Dafür sieht er am Ende richtig pornös aus, hoffe ich. So, was könnte ich denn als nächstes mal machen? Ich würde erstmal hier noch doch noch das austauschen. Denn hier mache ich nur eine schmale Wand rein, damit man hier vom Hauptsaal auch so ein bisschen die wunderschönen Säulen noch sehen kann. Zum Beispiel auch da, ne? Hier ist dann eine Double Door drin. Hier kommt noch ein Fenster rein. Kann ich die jetzt hier platzieren? Tja, das ist natürlich scheiße wegen den Skystone Slabs, ne? Deshalb werde ich hier, glaube ich, auch Scheiben einbauen. Weil die wollen ja nicht frieren im Winter, ne? So, dann gucke ich doch mal nach einem richtig schön geschisselten Glasblock. Da nehme ich jetzt mal, glaube ich, den hier oder sowas. Weil die Texturen verbinden sich ja nicht. Glasspane, ne, ich brauche auf jeden Fall so einen Block. Ich nehme mal das hier und den säge ich mir jetzt erstmal, weil den kann man natürlich auch sägen, ne? So, einfach hier rein, zack, den sägen wir direkt nochmal, obwohl ich könnte es natürlich so dick bauen, aber ich hätte es gerne ein bisschen dünner. So, gebt die Säge wieder her. Ja, ihr braucht eure Todesschreie da nicht ausstoßen, ihr blöden Viecher, ey. Mann, 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 Mann. So, auch hier natürlich Beleuchtung, ne? Ist immer von Vorteil, wenn man Beleuchtung hat, ne? Hier muss ich mal gucken, wie ich die gleich platziere. Aber egal, ich mache die erstmal hier auf der Höhe auch ringsherum. Wie das hier eigentlich überall der Fall ist, an den Gebäudeecken und an den Mittelpfeilern, ne? So, da habe ich welche dran. Hier hinten ist natürlich auch so eine ganz gemeine Schummerecke, wo sonst irgendwelche Viecher spawnen. Und das können wir ja nicht akzeptieren, ne? Okay, erstmal Glas hier rein. So, das ist doch schon mal angemessen für eine Kaserne, finde ich. Da kommt keiner so schnell rein. Die baue ich natürlich auch hier ein. So, zack, zack, zack und zack. Die auch noch dahin. Und dann habe ich hier doch erstmal, obwohl ich mache hier, glaube ich, doch schon noch ein Fenster rein. Dann ist die Ecke schon ziemlich duster so, ne? Okay, hier machen wir noch ein Fenster rein, dann so ein größeres. Vielleicht, wie können wir das denn machen? Das ist zwei von der Wand entfernt, dann mache ich das hier auch mal. So. Okay, und hier in der Mitte machen wir noch ein großes Dreier rein, weil dann ist das doch schon ein bisschen freundlicher hier und nicht so eine Bude einfach nur. Gut, dann brauche ich erstmal jetzt hier irgendwo eine Treppe nach oben und ich glaube, ich werde die, wo mache ich die mal hin? Hier? Ich könnte das natürlich noch einen nach hinten schieben und hier eine Wendeltreppe nach oben bauen. Und ich glaube, genau das mache ich jetzt auch mal. Und ich versuche das mal so in diesem Stil. So, jetzt muss ich ja hier hochbauen. Also komme ich nicht schnell genug hoch. Das ist natürlich jetzt auch Unsinn, jetzt dann das zu machen, ne? Die Wendeltreppe. Wo könnte ich denn mal eine Wendeltreppe anbauen? Vielleicht einfach hier noch ein kleines Treppenhaus anbauen? Ne, ist auch blöd, ne? Ja. Da denke ich nochmal drüber nach, während ich kurz hier die Verblendung mache, ne? Nicht zu verwechseln mit dem Stieg Larsson-Roman, ne? Ich mache hier nur eine Verblendung für die Holzteile, damit die im Winter nicht wegfaulen, ne? Ja, so einfach kann das manchmal sein. Das bauen wir auch nochmal zu. So, zack. Da haben wir das doch schon mal sexy hier. Genauso wie hier. Aber wie mache ich jetzt hier die Treppe? Wo mache ich die Treppe rein? Also, ich würde fast sagen, ich mache die Treppe hier rein. Stairs. Wo haben wir denn die schönen Skystone Stairs? Aber hier mache ich mal... Ne, ich mache mal Darkwood Stairs hier rein. Hier innen. Und dann geht quasi hier einfach die Treppe hoch.
So, dann setze ich mir hier mal nochmal ein paar Stück, damit ich auch die Treppe komfortabel setzen kann. So, zack und zack. Dann müssen wir hier raus. Dann kann ich auch die direkt noch setzen. So. Ja, komm, dann mache ich das Stück hier aber eben fertig. Und ich glaube sogar, hier lasse ich noch ein Fenster. Wenn ich das gerade so sehe, fertig. Okay, kann ja im Treppenhaus ruhig auch mal auf Fußhöhe sein, ne? Dann kommt hier natürlich auch eine Säule hin, die das Ganze dann hier unten schön verkleidet. Und hier mache ich einfach nur so eine kleine Verblendung hin. Und hier mache ich erstmal zu. Vielleicht kann ich ja hier später noch eine Folterkammer oder sowas einrichten. Muss ich mal gucken. Ja, also da ist ja hier in so einer Kaserne schon noch Platz für Ideen, nicht? So. Die Treppenverkleidung ist gleich fertig, Freunde. Ist halt wirklich, wie gesagt, etwas mühseliger mit dem Zeug, ne? Aber man spart auch so ein bisschen halt optischen Platz. Zwar nicht wirklich, weil man da nichts hinstellen kann, ne? Aber wie gesagt, optisch. So, das haben wir zu. Hier machen wir mal so eine Verkleidung einfach vor. Obwohl, ne? Kann man, obwohl. Ah, ist schon hässlich, ne? Wenn man das sieht. So. Das hier zu. Hier kommt dann noch ein Fenster rein. Das weg. Das hier hin. Hier natürlich auch zu. Boah, ist aber auch ein Aufwand, den ich betreibe, um hier euch eine wunderschöne Kaserne am Ende zu bieten, ne? Also muss man ja schon mal loben, ne? Da muss ich mir ja mal selber auf die Schulter klopfen, ne? So, zack. Hier machen wir nochmal Fensterchen rein, wegen die Lichtsituation, ne? Hier kann ich eigentlich auch schon mal eins hinbauen. Und genauso hier. So, die Höhe kann ich auch direkt durchziehen. Ich mache mal eben Tag, ne, damit das nicht so deprimierend hier ist. So, zack. Und da habe ich doch das fertig. Okay. Das mache ich, glaube ich, ganz zu. Oder mache ich da zwei große Fenster hin? Ich mache mal zwei große Fenster hin, damit man gucken kann, warum die Hunde bellen, ne? So, das hier hätten wir zu. Und da mache ich nämlich hier quasi das Quartier von dem General rein oder von dem Anführer von denen halt, wie das auch immer heißt in deren Gesellschaft hier. Man weiß es ja nicht so genau, ne? der kann ja dann hier hausen, ne? Das verkleide ich nochmal. Die mache ich komplett zu. Das kann eigentlich auch weg. Da ist halt ein Steinboden dann für ihn. Und der muss auch noch weg. So. Das ist aber jetzt hässlich. Ne, das mache ich lieber so. Aber das sieht auch scheiße aus. Ach, Menno. Dann ziehe ich halt hier noch einen ganzen Streifen durch. So. Hier innen natürlich auch eine Mauer rein. Ne? Der will ja auch nicht im Freien schlafen. So. Zack und zack. Hier noch Platz für eine Tür. Hier oben mache ich dann auch zu, weil ich habe eigentlich vor, quasi sein Bett über so einem Schreibtisch zu machen. Quasi so ein Hochbett, da er hier hinten nur einen Schrank drin hat. Müssen wir mal gucken, genau, wie ich das so mache. Gut, da muss erstmal noch das hier weg, weil er soll ja einen schönen Eingang haben. Oder ich mache es halt so. Ja, so gefällt mir das eigentlich ganz gut. Eine Tür. Die kriegt er natürlich richtig von Anfang an, ne? Wegen die Privatsphäre und so. Und erstmal auch. Oh, hier kann ich keine setzen. Kann ich hier welche setzen? Ja. Erstmal hier zwei so Lampen. Und dann hier noch so eine doppelte einfach. Und wo baue ich denn jetzt das Hochbett ein? Baue ich das Hochbett hier oben drüber ein? Könnte ich natürlich auch machen, ne? Dann brauche ich erstmal. Ich brauche erstmal eine Workbench hier drin und eine Säge und dann so ein bisschen Holz hier. So, zack, das durchgesägt. Dankeschön. Damit ziehe ich jetzt quasi. Hier? Ne, das ist alles Kacke mit den Fenstern, ne? Aber jetzt schon doof, ne? Dann gucke ich mal, ob ich die einfach hier einziehe. Aber hier kann ich natürlich. Ich wollte eigentlich so haben. Mauern wir das? Mache ich das mal aus Holz hier vielleicht? Ich überlege gerade, wie das dann am Ende komplett aussehen könnte. Vielleicht so machen. Ich mache das erstmal einmal komplett zu, so wegen der Form und so, ne? Und so, da oben würde ich ja quasi eigentlich schon ein einzelnes Bett hinkriegen, aber nee, das ist mir zu klobig einfach hier im Raum. Er kriegt sein einzelnes Bett einfach hier in die Ecke rein. So, oder komm, er kriegt ein Doppelbett. Er kriegt ein schönes Bett. Ich habe gerade Bett eingegeben, aber ruckelt sich gerade hier eins zusammen irgendwie. Ganz merkwürdig. Dann nehmen wir doch das altbewährte. Ach nee, ich will hier so eins. So ein richtiges, ne? Der muss schon Nobelbett sein, weil der General, der pennt nicht in Scheiße, ne? Nee, deshalb mache ich das. Ich baue das hier hin. Schön hier mitten rein in den Raum. Aber das gefällt mir nicht hier mit dem Holz. Also, das ist. Oder ich mache halt wirklich den ganzen Raum aus Holz.
ist ja eher ein Wohnquartier, da kann man ruhig alles aus Holz haben, weil Stein, ne, bis der warm ist, der speichert ja die Kälte und das ist schon die energietechnisch bessere Entscheidung, glaube ich. So, zack, haben wir das doch schon mal hier drin und eigentlich könnte ich ja hier wieder so eine Kommode einbauen, ne? Hatte ich ja schon mal gemacht, das sah ja eigentlich ganz cool aus. Dann gehe ich hier noch einen vor, das wird so eine richtige Schummelsecke mit dem Schreibtisch hier für ihn. So, weil dann passt die da natürlich schön rein, so, ne? Oder ich mache hier noch ein Fireplace. So mache ich das auch. Der hat zwar keinen Kamin, aber es wird sich nicht beschwert. Haben wir uns verstanden? Ja, den Fireplace. Scheiße, den kriege ich gar nicht so richtig zu, außer ich gehe hier noch einen weiter rüber. Ah, nee, kann ich gar nicht. Scheiße. Weil dann ist ja hier, habe ich wieder nur einen halben Block und ich kann den ja nur auf Ganzen platzieren. Gut, dann bauen wir das wieder zu. So. Hier machen wir auch zu. Sieht man die Säule halt nicht mehr hier in. Zack. Hier auch noch was hin. Ja, und wie mache ich das jetzt am blödsten? Muss ich mal gucken. Ne, weil wenn das Holz über dem Feuer ist, ist es natürlich auch schlecht, ne? Vielleicht kann ich das ja so machen. Ah. So, dann ist da einfach das Feuer drunter. Wenn das passt. Ich weiß nicht, ob das einen da drüber frei haben muss noch. Nee, muss es nicht. Okay, dann haben wir hier doch schon mal ein wunderbares Feuer. Direkt auf Holzboden. So wie man es macht, ne? So. Mann, wieso mache ich das denn aus den Hälften hier, ich Idiot? Hätte ich auch aus ganzen Blöcken machen können. Gut, hier drücke ich noch einen drauf. Zu. Dann braucht der Kollege ja eigentlich irgendwo noch einen Schreibtisch. Und ich finde das Bett hier gerade irgendwie ein bisschen suboptimal. So. Ich mache das mal. Warum passt das hier nicht hin? Das sag mir mal, da passt es hin. Hier nicht. Ach so, da natürlich wegen den Fackeln wahrscheinlich. So, nehme ich die mal kurz weg. Ist hier jetzt noch irgendwo eine? Nee, ist keine mehr. Gut, dann ja, halt keine Fackel mehr hier beim General in der Bude. Er hat ja Feuer, ist ja hell genug. Okay, dann brauche ich einen Table. Den hätte ich gerne schon mal. Warte mal hier. Da, der gute Dark Oak Table. Obwohl, kann ich ja. Gibt es nicht noch andere geilere Tables? Nee. Gut, nehmen wir doch erstmal den hier dann zur Not. Dann brauche ich noch einen Stuhl, hieß der so? Nee, den wollte ich eigentlich nicht. Ich hatte vom Bibliocraft, da gab es doch so wunderschöne Stühle und so ein Kram. Wo ist denn das hier? Bibliocraft. Wo ist die Sitzfläche? Ich brauche erstmal hier sowas auf jeden Fall. Ist das jetzt auch Dark Oak? Nee, das ist Spruce. Dark Oak. Und wo ist denn der Sitz dazu, der passende? Kann mir das mal einer verraten? Irgendwo hier oben bestimmt, wa? Ja, da ist er doch. Dark Oak Seat. So heißt er. Muss ich mir mal merken. Oh. Das ist aber Kacke hier mit dem Stuhl immer. Stimmt, das war das Problem, weil man die Lehne so beschissen platzieren konnte. So, den Ding jetzt wieder hin. Dann machen wir den nochmal hier hin. Und von hier. Und dann passt das Ganze doch. Wunderbärchen. Schön vom Fenster. Ein Bärenfell wird hier leider wohl nicht mehr reinpassen. Deshalb gucke ich mal hier so, was es noch schön an schönen Bedroom-Sachen gibt. Und ich hätte natürlich gerne einmal das hier. Hä? Wie hat er mir denn jetzt nicht gegeben, das Teil? Das hier wollte ich haben. Obwohl, eigentlich ist das hier schon cooler, ne? Wie sieht das denn aus, das Ding? Ist schon so ein bisschen sehr dunkel, ne? Gefällt mir alles noch nicht so ganz hier, was es hier so beim Bedroom gibt. Aber ich guck mal, erstmal braucht er natürlich einen fetten Schrank, ne? Was braucht er denn noch? Eine Kiste. Eigentlich braucht so ein guter General ja eine fette Kiste, wo seine geilen Sachen drin sind, ne? Die er da hortet. Deshalb kriegt er mal hier so geile Skystone-Chests, die er hier noch hat. Obwohl, ne, die kommen mal hier hin und der kriegt verschiedene edle Kisten. Was haben wir denn da? Da haben wir ja noch eine Goldkiste, die er mal erbeutet hat. Und noch so eine Obsidian. So, die stellen wir mal schön nebeneinander. Hier könnte ich ja eigentlich noch ein bisschen Deko dran machen, ne? Was könnte man denn hier noch? Kann man hier noch was Geiles von gebrauchen? Genau, der hat am besten natürlich wie so ein verrückter Veteran immer eine Kanone noch in seinem Schlafzimmer stehen, wie man es halt so hat, ne? Ne, die passt hier natürlich leider nirgendwo hin. Hätte ich ja schon cool gefunden. Aber hier ein bisschen Geld. Komm, ein bisschen Gold hat er auf dem Tisch. Hat er auf dem Tisch liegen, wollte ich sagen. Aber das bringt ja natürlich nichts. Hier hat er dann halt in der Kiste drin. Okay, das würde ich jetzt erstmal so lassen. Er kriegt aber noch eine Candle hier. So, wir sind ja keine Unmenschen, ne? Komm, und er kriegt mal. Ah, ne, die haben keine Wandhalterung. Das ist doof.
So, kriegt halt hier zwei Candles rein. Okay, das ist auf jeden Fall erstmal das Quartier des Captains hier. Ein bisschen spartanisch, aber ich kann ja beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr quasi ausstatten. Aber muss ich mal gucken, weil erstmal muss ja das ganze Haus fertig werden, bevor ich hier an die kleinen Details von so einzelnen Räumen gehe. Leute, aber gut, ich würde sagen, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.